Hey, ja, moin Leute, was geht? Mein Name ist YudoGamescom auf der PlayStation 4 und wir testen heute mal eines der gepanzerten Fahrzeuge in GTA 5, die es jetzt seit dem neuen Update rausgekommen sind. Das sind diese komischen Limousinen, die angeblich gepanzert sind. Und ich weiß natürlich von Rockstar Games, dass Rockstar Games nicht Rockstar Games wäre, wenn das Ding natürlich mal wieder nur scheingepanzert ist. Und das ist natürlich bei diesem Fahrzeug auch wieder so, weil es angeblich zu stark wäre. Okay, Rockstar Games, ihr wollt ja immer Realismus haben, aber das ist also schon bitter. Ich meine, wenn man ein gepanzertes Fahrzeug modelliert, dann erwartet man natürlich auch eine dicke, dicke, dicke Scheibe. Ist hier alles drin? Ist ja auch alles richtig gemacht. Das Fahrzeug sieht wirklich aus wie ein echtes Sonderschutzfahrzeug. Und beim Kauf erwartet man natürlich auch, oder wenn man das Fahrzeug so sieht, erwartet man eigentlich, dass dieses Fahrzeug was standhält. So. Wir nehmen hier eine ganz billige Pistole. Schießen mehrmals auf die Scheibe. Und wir sehen natürlich... Ja. Rockstar Games. Genau, so sieht's aus. Ist halt immer so bei Rockstar Games. Die Scheiben gehen so leicht kaputt. So. Guck, ich schieße auch nicht immer auf dieselbe Stelle, sondern jetzt muss ich einfach nur hier zack, tot, tot, tot. So. Das ist natürlich auch nicht nur die Schwachstelle von diesem Fahrzeug. Die Scheiben, die ja wirklich leicht zu zerstören sind. Nee. Das Hauptproblem ist einfach, dass die Scheiben bei der Explosion zerbersten. So, jetzt denken viele, oh, das muss doch so sein, das ist doch ganz normal. Nein, 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 nein. Nein, nein, ist es nicht. Es ist nicht normal, dass bei der Explosion die Scheiben rausfliegen, weil bei einem normalen, echten Sonderschutzfahrzeug müssten die Scheiben drin bleiben. Sie müssten viele kleine Haarrisse haben, aber die Scheiben müssten noch drin sein. Das war eine billige Handgranate. Und ja, die Scheiben sind raus und ich kann jetzt die Person drin ganz leicht töten. Da bringt es auch nicht, dass das Fahrzeug eine Handgranatenexplosion überlebt. Nee, nee, nee. Und das hier, das ist ja sowieso gepanzert. Das ist bei jedem Auto gepanzert. Und ihr seht, das Auto ist schon zerstört und ich habe nicht viel eingesetzt. Also, ich weiß nicht, irgendwas wollen die machen, irgendwas, dieses... Das ist ja so ein VIP, wegen VIP wurde dieses Fahrzeug da transportiert. Also, ich würde den VIP lieber in einem Centorno, oder wie heißt der? Centorno? Auf jeden Fall in so einem schnellen Fahrzeug transportieren. Aber nicht in so einem riesen, klobigen, mega, ultra leicht gepanzertes Fahrzeug, würde ich es gar nicht mal nennen. Wenn das Ding nicht mal eine Handgranate unbeschadet überlebt, weil klar, das Fahrzeug ist nicht explodiert, aber das Problem, wenn ich eine Granate aus dieser Entfernung hier, wenn die Granate hier explodiert, dann ist die Druckwelle so stark, dass diese Scheiben rausfliegen und dann muss ich einfach nur noch hier einfach so ein bisschen draufballern und VIP ist tot. Ja, das war jetzt einfach mal so ein kleiner Test, um dieses Fahrzeug zu testen. Ich hoffe einfach mal, dass Rockstar Games mal Gnade walten lässt und endlich mal ein gepanzertes Fahrzeug, ein richtiges gepanzertes Fahrzeug reinbringt. Aber das werden die nicht tun, weil das Fahrzeug sonst angeblich zu stark wäre. Verstehe ich nicht. Jo, das war's. Das ist das gute Ding. Und mit dem Ding soll ich bei VIPs transportieren, Rockstar? Also ne, das mache ich nicht. Ciao, haut rein und bis dann.